Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mit der Kammer des Schreckens weiter. Ich habe echt jetzt runtergerechnet für diese ganzen Kisten knapp 600 Euro bezahlt. Aber es hat sich gelohnt. Heute werden wir das Lager ein bisschen weiter einräumen. Die Julia ist auch dabei. Julia, wink mal. Schaut mal, was wir heute gerade noch fertig gemacht haben. Hier meine erste eigene Kleinserie, das ist ein Menükartenhalter. Richtig tolles Projekt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also unglaublich, wie viel Holz dafür tatsächlich draufgegangen ist. Habe ich selbst so ein bisschen unterschätzt. Genau, aber darum soll es heute nicht gehen. Das Projekt ist abgeschlossen. Jetzt geht es mit dem Lager weiter. Ich zeige euch mal jetzt den aktuellen Stand, wie es jetzt im Moment aussieht. Sieht wirklich gut aus, ne? Also ne, es sieht noch nicht so gut aus, aber es wird viel besser. Noch ganz viel Kram. Aber ihr seht, hier hat schon mal Ordnung. Hier ist Ordnung eingezogen. Sagt man das so? Also es wird gleich noch ganz, ganz viel weggeworfen, aber schaut euch auch mal das Bad an. Das ist jetzt auch mal wieder frei. Da war ja vorher die ganze, bis zur Decke voll mit Absaugschläuchen. Das habe ich jetzt hier oben so ein bisschen reingepackt. Hier seht ihr auch noch so ein paar Abzweige. Die wollte ich natürlich nicht wegwerfen, wobei ich viel von der alten Absaugung auch weggeworfen habe. Hier seht ihr ganz viele Rohre für die Absauganlage, die auch bald jetzt startet. Denn, ganz, ganz toll, ich habe endlich die Zyklonabscheide. Das wird aber auch ein eigenes Video werden. Da werde ich die euch dann zeigen. Schaut euch mal dieses Teil an. Das ist der kleine Zyklonabscheider. Der hat hier einen 125er Anschluss, oben einen 150er Anschluss. Hinten ist die Nummer größer tatsächlich noch. Ihr glaubt gar nicht, was mir da für ein Stein vom Herzen gefallen ist, dass das endlich funktioniert hat. So, die erste Idee war vor über einem Jahr und jetzt kann man die Teile bald auf meinem Shop kaufen. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, ob es die da schon gibt. Aber wie gesagt, heute soll es um das Thema Organisation gehen. Hier seht ihr noch ein paar Kisten, die sind jetzt noch übrig geblieben. Ich muss jetzt mal die Julia holen, damit wir das jetzt noch alles einräumen. Es haben übrigens ein paar geschrieben, ja Philipp, warum lasst du nur die Julia arbeiten? Macht's dir Spaß? Ich liebe Sortieren und Etikettieren. Na, dann passt's ja, ne? Komm, räume erstmal hier deine Ecke frei. Die kurzen Holzteile können in eine weitere Kiste. Die lange kommen in den Müll. Oder brauchst du die für die Kita? So, mach du. Mach du ruhig noch ein Sweaty. Wie gesagt, alle nur das gleiche Format haben, der Rest kommt dann weg. Das ist immer bei Ammoniak so, man wartet immer so. Oh, es riecht ja gar nicht und dann sieht man voll die Dosis. Mit Ammoniak kann man nämlich räuchern. So sieht Holz vorher aus und wenn es geräuchert ist, sieht es so aus. Könnt ihr euch aber in dem eigenen Video anschauen, da seht ihr eine Kleinserie, die ich gestartet habe. Will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen. Heute werden auch mal ganz, ganz viele Vorrichtungen, die ich in der alten Werkstatt noch gebaut habe, die werden heute auch mal entsorgt, weil ich benutze sie halt nämlich. Dann zum Beispiel hier, um Rundhölzer zu schneiden, die ist auch schon ganz weggegammelt. Das mache ich jetzt alles ins Auto und dann kannst du in den Müll. Oh, die Schraube, das ist sau wichtig. Ja, noch viel große Kiste, die mir hier drin müssen, ne? Das wird, glaube ich, gar nicht mal so viel. Das Problem ist, die Kiste ist halt schwer, weil du die Ruhe kaufst. Ja, da war ziemlich dumm. Totaler Scheiß. Ich habe leider einen Fehler gemacht und die Kisten, also die falschen Kisten gekauft, die sind zu hoch. Das ist jetzt echt blöd, sonst wären die alle schön ins Regal reingepasst. Jetzt werde ich es hinten, weil ich eh so viele Lappen habe, einfach ganz viele Lappen direkt übereinander stellen. Man sieht den Boden aber nochmal, ne? Das ist schon ein klarer Vorteil. Beziehungsweise klare Verbesserung. Oh nein! Ja. Hab ich Lumpen geschrieben? Ja. Ja, ja. Verdippert. So, hier mal so ein kleines Zwischenupdate. Wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Kisten eingeräumt. Komm mal, roll es mal rüber. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Jo. Das ist schon schwer jetzt, ne? Die Julia macht jetzt Schluss. Ich räume jetzt noch weiter ein bisschen auf, ein bisschen Zeug räume ich mal über noch in die Kiste rein. Deswegen vielen lieben Dank für deine heutige Hilfe mal wieder, ne? Bitteschön. So Leute, das Lager ist jetzt aufgeräumt. Man sieht den Boden wieder. Ich werde euch jetzt einmal kurz das System zeigen, wie ich das Ganze jetzt gestaltet habe. Und genau, es ist jetzt natürlich nicht perfekt. Hier und da sind noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich kann nicht den ganzen Tag nur aufräumen. Ich muss mich auch gleich an ein paar normalen Projekten wieder weiterarbeiten. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie das Lager aussieht. Links ein Regal, rechts das Regal. Wer es noch nicht gewusst hat, die kann man auch rollen. Das ist ganz cool. Dann kann man das hier einfach rüberschieben
und hat hier dann ein bisschen mehr Platz, wenn man hier irgendwas verräumen muss. Und hier ist halt eben jetzt ganz, ganz viel kleines Zeug. Und ganz viele Kisten sind doch noch leer, denn so wollte ich es halt eben gestalten. Wenn jetzt was Neues dazukommt, dann ist die Arbeit nicht so groß, das einfach separat einzuordnen. Hier habe ich die Kisten jetzt übereinander gestellt. Die sind jetzt leider zu hoch, ist jetzt aber auch nicht so mega dramatisch. Das hier sind fast nur Putzlappen und Zeug, was wirklich jetzt erstmal noch eine längere Zeit gelagert werden muss, bis es dann eben seinen Einsatz findet. Deswegen ein Fehler, ist aber trotzdem nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Platz, deswegen eben in meinem Regal. Von so manchen Sachen will ich mich noch nicht trennen, und zwar ist das hier dieses Abscheiderteil. Hier habe ich noch ein bisschen Stauraum, vielleicht für zukünftige Projekte. Hier ist eine große Kiste mit den Deckeln. Und das hier finde ich auch richtig toll. Hier habe ich halt eben jetzt die ganzen Schleifbänder für meinen Kantenschleifer, den alten Kantenschleifer, Sägebänder und ganz viel Schleifpapier halt eben für einen Langbandschleifer. Hier hinter mir seht ihr jetzt auch so die ganzen Absaugrohre, die haben vorher tatsächlich im Bad gelegen. Ich habe es jetzt hier mal senkrecht aufgestapelt. Die werden auch bald, wenn ich die Absauganlage halt eben baue, dann werden die auch benutzt. Hier der ganze Ecken ist jetzt auch schlussendlich mal wieder frei. Hier stehen noch ein paar Maschinen und jetzt gehen wir noch einmal zwischen die Regale. Kleiner Funfact, da unten die Räder, die waren eigentlich für mein Sägewerk gedacht. Jetzt habe ich einfach ein paar Räder, die noch für ein anderes Projekt über sind. Hier sind die größeren Kisten, Produkte, hier Rohrschellen für die Absauganlage und halt eben ganz viel Zeug, was sich halt eben ansammelt. Lacke. Und was ganz wichtig ist, hier ist jetzt auch noch eine Freifläche, dass wenn was Neues reinkommt, ich es halt auch eben verräumen kann. Also meine neue Organisation von dem Lager ist jetzt fertig. Ich bin extrem glücklich. Das hat jetzt natürlich ein paar Euro gekostet, aber ich sag mal, wenn man viel Zeug horten will und es halt eben auch so ein bisschen lagern muss, um Gottes Willen, das ist ja jetzt nicht nur Zeug, was man nicht gebrauchen kann. Das sind auch einfach manchmal Bauteile und Beschläge, wo es halt dumm wäre, wenn man die wegwirft. Ich sag mal, eine ganze Kiste mit Scharnieren wird ja keiner wegwerfen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach eine Kiste, wo ich die Scharniere halt eben passend reinpacken kann. Und lieber in den Kisten ist ein bisschen weniger, aber dafür weiß ich, was in den Kisten drin ist. Und wenn ich es dann mal eines Tages brauche, kann ich es dann halt auch eben suchen. Ich habe jetzt ungefähr 600 Euro für diese ganzen Kisten ausgegeben. Ich habe noch ganz, ganz viele Kisten frei. Und genau, ich sage, normalerweise hat man ja nicht so ein großes Lager, wenn man das als Heimwerker macht oder halt eben das Ganze als Hobby macht. Und dann ist es dann auch natürlich entsprechend günstiger, wenn ihr euch nicht so viele Kisten ansammelt. Jetzt kann ich in Zukunft viele, viele Sachen besser einordnen, habe einen besseren Überblick, was ich an komischem Zeug hier alles in meinem Lager habe. Und ich würde gerne mal wissen, wie ihr das Video gefunden habt, wie ihr das System vor allen Dingen findet. Wie gesagt, ich finde dieses System so cool. Ihr könnt die Kisten kaufen, wenn sie voll sind, und könnt sie einfach noch dazustellen, und ihr könnt sie auch übereinander stellen. Und es ist halt unterm Strich ein bisschen weniger Arbeit, als wenn man sich für alles eine Schublade baut, die man dann mit Zeug vollknallt, was man nicht so oft benutzt. Bei Sachen, die man wirklich oft benutzt, finde ich das toll, aber so ist das hier ein bisschen einfacher gelöst. Also, ein anderes Video heute mal wieder. Jetzt werde ich gleich an einem tollen Projekt weiterarbeiten. Hier findet ihr zwei weitere Videos. Und ich sage bis zum nächsten Video tschüss und wünsche euch einen ganz tollen Tag.